Langsam wird es schwierig. Aber egal, wir kriegen das hin. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Wunderbar. So, wir wollten hier eine Plattform bauen und uns dann mal so grob dieses Fix-It-Farming angucken. Wir haben ja schon ein Stückchen hier angefangen. Und ich würde sagen, als erstes führe ich das mal weiter. Guck mal, ich habe das hingekriegt, sofort R zu drücken anstatt T. Ist ja super. So, wir ziehen das nochmal einen darüber. Und dann legen wir hier los. Gehen. Oh, in welche Richtung gehen wir denn? Vielleicht muss ich noch ein bisschen überlegen. Weil darüber haben wir direkt den Kollegen, da haben wir direkt den Kollegen. Jetzt, dass wir an beiden Kollegen vorbeikommen, das dürfte ungefähr hier der Fall sein. Es ist knapp, aber es geht. Machen wir doch einfach in jede Richtung. Das ziehen wir bis da vorne und dann sollten wir doch erstmal ein bisschen Platz haben. Okay. Ich ziehe das mal eben durch. So. Plattform steht. Dann, Moment. Genau, wir wollten uns... Dahin wollten wir. Ja, das ist ja unser großes Ziel, dass wir hier unsere Lachs machen können. Dafür brauchen wir erstmal das. Okay. Farming-Plattform. Okay, auf der... Seed Extractor. Okay, ich gehe davon aus. Was brauchen wir denn wohl alles? Also, wir gehen mal in die Ecke, weil hier haben wir einmal das Zeug und da vorne haben wir das andere Zeug. Das heißt, wir fangen in dieser Ecke an. Nehmen wir mal an, dass das nicht das erste sein wird in der Reihe. Mal dahin. Da fehlt uns ein bisschen was. Wir holen uns mal zwei Seed Extractor. Mal einen so ein Cooking Hub mit auf die Liste. Oh, guck mal, da brauchen wir sogar Glas für. Das ist ja cool. Und die Kollegen. Wir brauchen 200 Dreck wieder. Okay. Muss aber wirklich Jar of Dirt sein. Okay. Ein Thema. Das heißt, die können wir uns gleich da rausholen. Einfach nur, damit die Zahlen gut bleiben. Und hier geht der Spaß einmal runter. Nicht darunter. Ja, mal so. Dahin. Und wir brauchen noch mal eine davon. Packen wir. Das lohnt sich nicht. Machen wir so. Perfekt. Haben wir das. Dann kann ich schon mal Jar of Dirt holen. Da müssten wir auf jeden Fall 200 drin
gleich 400. Haben wir das schon mal. Ach du Scheiße. Ich sehe schon, was mir wieder Stress macht. Aber gut. Da können wir ein bisschen rumlaufen und Zeug holen. Ich nehme an, ich muss den hier nehmen und... Es fehlt Jar of Dirt. Ungültige Platzierung. Ziehen wir dich halt da gültig. Okay. Wir brauchen den Kollegen. So. Das hätten wir schon mal. Okay, du brauchst scheinbar die Seeds, die du anpflanzen sollst. Heißt, wir brauchen den Seed-Extrakt. Ich gehe jetzt mal hin mit unseren hier hin. Wir setzen mal wieder auf Null. Wir fahren wieder die LKWs hier durch. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen Glas und das andere Zeug. Glas haben wir hier vorne. So wirklich praktisch hier. Mal Glas wird hier gemacht. Dann gehen wir hier um die Ecke. In diesem Container haben wir das. Da haben wir jetzt auch genug von. Jetzt brauchen wir modulare Rahmen. Rezepte, Teile. Davon. Zur To-Do-Liste hinzufügen. Und zwar 100 Stück müssen das sein. Müssen wir gleich da reinschreiben. Und wir brauchen diese. Davon brauchen wir. Okay, 5. 5 geht, das ist nicht so wild. Davon brauchen wir 100. Okay. Zack. Zack. Dann gehen wir. Achso. Dann gehen wir einmal gucken, was wir brauchen. Oh, gar nicht so viel Zeug. Wenn ich das richtig sehe. Wir brauchen davon 5. Den Rest haben wir alles, ist nur noch Gedengel. Okay. Die Platten müsste ich da hinten irgendwo machen. Oder mache ich... Wo mache ich die? Langsam wird es schwierig. Aber egal, wir kriegen das hin. Hier ist wieder... Du stehst wieder. Wenn du stehst, arbeitest du nicht. Wenn du nicht arbeitest, ist scheiße. Nehmen wir einmal alles raus, dann haben wir wieder Platz. Da ist noch Beton drin. Wieder aufgefüllt. Wunderbar. Ich glaube, das, was ich suche, liegt hier. Davon brauchen wir eins. Weil damit wären wir durch. Das. Dann können wir alles dengeln. Dann gehen wir mal dengeln. Hüp, hüp. Genau. Ja. Immer noch nicht mit dem Weltraumlift angefangen. Wunderbar. So. Und die haben wir schnell durch.
Fertig. Davon können wir 140 machen. Wir brauchen nur 100. Oder wir müssen nur auf 100 kommen. So, so. So. Dahin. Okay. Dann haben wir das. Du bringst hier fleißig das Zeug raus. Wie sieht es hier mit Coupons aus? Haben wir. Können wir hier mal wieder rangehen? Wir hatten gesagt, die hätten wir gerne, die sind noch nicht verfügbar. Also ich möchte das drin haben, das drin haben. Das drin haben. Das ist natürlich alles noch nicht verfügbar, das auch noch nicht, weil die Technologie noch nicht haben. Hier irgendwelche Schilder, Beleuchtung, hast du nicht gesehen? Gerade nicht. Würde ich auch noch nicht holen. Ich mache erstmal das eine fertig. Aber wir haben 11. Da sind jetzt drin 3. Überlegen wir mal kurz. Brauchen wir hier von was? Halbfundament. Das ist mehr optisch. Das ist eigentlich auch mehr optisch. Ja. Irgendwann holen wir uns das ja doch. Jetzt sind wir bei 8. Ich lasse das erstmal so. Passt ja eh nicht mehr. Die würden noch gehen. Machen wir mal hier. Brauchen wir hier irgendwelche Wände? Ich denke noch, das kann dauern. Rohre brauchen wir nicht. Im Moment machen wir eben noch nichts mit Wänden. Oh, Leiter wird vielleicht Sinn machen. Das heißt, wir machen alles mit Rampen im Moment. Network Lift. Pass auf. Wir nehmen die beiden. Na was? Dächer wäre noch cool. Das Geländer. Müssten wir unsere 11 haben, ne? Das ist gut. Da haben wir mal ein bisschen Shopping gemacht. So, das geht schön weg. Wir kriegen neue. Und nee, nicht da lang. So, jetzt wäre es cleverer, wenn ich mir auch da direkt einen Aufgang baue. Und jetzt da hoch, da rum, da hinten hin, ist ein bisschen doof. Wenn einem die 40 Tonner fast durchs Wohnzimmer rollen, ne? Oder in dem Fall durchs Büro. Okay. Seed Extractor. Haben wir gesagt, 2 Stück. Die sind größer, als ich dachte. Okay. Wir müssen den Kram hier nochmal abbauen. Also, wir fangen mit den 2 Seed Extractern an. Wir haben einen, der kommt direkt von hier. Setzen wir hier hin. Den zweiten neben. Dann kommt die Farming-Plattform. Braucht ja auch Wasser und so. Warum habt ihr die Teile, die rausgehen, alle so bescheuert liegen?
nicht genügend. Ach so, da ist. Okay. Müssen wir gucken. Dahin geht. Dann machen wir das dahin. Wunderbar. Das heißt für mich aber, nur damit ich es nicht. Ich muss ja erstmal wissen, was da gemacht wird. Der ich das automatisch raus. Wir brauchen von da das Zeug in dem. Das heißt, wir machen von hier das Zeug in den anderen. Das heißt, wir machen hier den Lift. Und ziehen das Band ein bisschen höher gekonnt. Okay, gebe ich zu. In das Band mittendurch. Das sieht so scheiße aus. Okay, wie machen wir das denn besser? Jetzt geht's wieder runter. Wunderbar. Hin haben, das heißt. Was ist das? Natürlich nicht. Wunderbar. Du läufst da rein, du hast eh noch keinen Strom, alles gut. Dann machen wir uns jetzt. Wie machen wir ihn hier? Dass du dich gerne hier ankommt. Aber einen höher. Dann möchte ich dich gerne hier rüber haben. Möchte ich gerne. Nochmal. Da ankommen, einen höher. So. Einen höher. Eins, zwei. So. Mit ist erstmal, wohin gehst du denn? Weil du kannst, ne? Okay. Also bis dahin ein höher. Wie viel da rauskommt. Nach 30 pro Minute. Das heißt, ich kann da zwei drauflegen. So. Das läuft darauf. Dasselbe können wir, glaube ich, hier machen, weil der wahrscheinlich ähnlich ist, oder? Yep. Das ist gerade doch falsch rum gemacht. Und natürlich habe ich das falsch rum gemacht, wie ich es gedacht habe, aber ist egal. Wir kriegen das schon hin.
Okay, einmal da rum und wieder hoch. Haben wir hier. Der Bock Earth. Okay, die könnten wir auch hier abholen. Das ist natürlich super, dass ich den da hingesetzt habe. Egal. Gehen wir auch noch hin. So, hier rauf. Du bekommst hier gerade. Hör auf, Gott. Dort brauche ich für Darm. Egal. Wie sieht das aus mit. Okay, Daisy Chain geht hier nicht. Stehe. Okay, du fängst an. Und du weißt jetzt, du kriegst gerade Flower Seed. So. Marsilia Cotton. Und du machst Beat. Wie sieht das jetzt auf dem Förderband aus? Warte mal, wie viel? Verdammt. Wie machst du da? Okay, insgesamt 120. Das ist schon mal also ein 120er Band. Ja, natürlich habe ich den so in den Weg gestellt, aber egal. Nehmen das jetzt und lassen den mal hier rumlaufen. Bis hier so. Wie sieht das auf dem Band aus? Es wird bunt gemischt. Heißt, wir brauchen zwei intelligente Splitter vorne dran. Ich mache das in dem Fall so. Und setze dann dort ein 60er Band rein. Du. Gibst in der Mitte. Was gibst du in der Mitte raus? Was kriege ich da überhaupt alles? Warte, jetzt muss ich mir nach Sachen. Ah. Carrot, Potato, Corn, Wheat. Cool. Ich habe mir Wheat genommen. Carrot, Potato, Corn, Wheat. Geradeaus geht Carrot. Rechts geht Corn. Und links alles unbestimmt. Wie viel brauchst du eigentlich? Menge. Davon weiß ich nicht, wie viel. Okay. Okay, das werden wir dann gleich herausfinden. Und jetzt machen wir hier. Echter Ausgang ist Beat. Geradeaus. Das Unbestimmte. Und geradeaus geht. In einen Lagercontainer. So, da kommt ein Weed an. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Im Moment ist es doch vollkommen egal. Ich hier keine reinschreibe und hier keine. Dann habe ich nur Weed, das hier rausgeht und alles andere geht da vorne rein. Richtig? Du schiebst gerade alles nach links weg. So, dann läuft das auch ordentlich schnell raus. Passt.
Ihr geht Betzen rein. Betzen kommt hier gerade an. Okay. Was brauchen wir denn? Brauchen wir Fertilizer? Und wie machen wir Fertilizer? Das ist die falsche Taste. Nehmen wir diese hier. Oh. Oder kommt Fertilizer raus? Nee, das sind Eingänge. Wir brauchen 200 Wasser. Wasserturbinen bringen nur 60. Ist schlecht. Autsch. 120, 180, 200. Das sind zwei Leitungen. Die sind immer noch unter Logistik. Pipeline. Wir brauchen. So. Es wären 120 in der 150er Leitung. Dann haben wir eine zweite. Machen wir mal zwei Pumpen vorsichtshalber. Haben wir zweimal 120. 240 da hinten an, wenn es ein bisschen zu viel ist, ist ja auch okay. Deswegen haben wir da auch zwei Anschlüsse. Das macht auch irgendwie Sinn. Und eins, wir ziehen den Spaß hier rüber. Und an das obere, an das ganz oben. Dahin. Passt. Das passt. Und jetzt noch
Du dahin, du dahin. Und du mitkommen. Ich hätte mir gerne hier dran. Das hat gut funktioniert, genauso wie ich das nicht wollte. Egal. Das heißt, Wasser sollte loslaufen und pumpen. Also Wasser läuft los, das ist schon mal gut. Da kommt was rein an Wasser. Pumpe fängt an. Da geht los. Soll noch die Pumpe erreichen, dann ist alles gut. Die Pumpe fängt an, das geht da hoch, das ist auch gut. Da geht's hoch, da geht's hoch. Ich muss jetzt noch einen weiteren bauen, damit ich die 150 jeweils voll kriege. Was aber vollkommen egal ist, weil das staut sich eh. Das ist gut, jetzt warten wir noch auf den unteren. Aber unten kommt da auch an, kommt da an, dann geht das auch darüber. Okay. Wie sieht das jetzt bei dir aus? Du kriegst langsam Wasser. Muss ich dem jetzt noch irgendwie mitteilen, welcher Plot was ist? Ich nehme mir einfach mal so einen Weizen hier mit. Jetzt habe ich schon zwei. Ich nehme mal vier mit. Die Platz hatte ich gebaut, oder? Oh. So läuft das. Keine Rezepte. Wieso keine Rezepte? Könnte auch alles vier hier reinlaufen lassen, dann kann ich das. Ich verstehe das langsam. Nichts. Das ist mein Weed. Also, wenn das so ist, dass ich alles da reinlaufen lassen kann, dann mache ich das auch. Dann hätte ich mir das zwar sparen können, aber das ist ja auch egal. Eine
alles unbestimmt. Also alles da rein. Ich nehme wieder zack, 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 zack. Und packen dich hier rein, wenn ich das hinkriege. So, wäre das alles, steht jetzt an, okay. Verstehen ist okay. Jetzt müssen wir nur noch verstehen, wie das hier funktioniert. Ups. Brauche ich, muss ich noch irgendwas erforschen? Muss forschen. Das ergibt viel mehr Sinn. Ja. Raus, 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 raus. Jetzt kriege ich auch Rezepte. Aha. Ach, du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Wir hätten auf diesem Plot gerne Weizen. Auf diesem Plot hätten wir gerne Karotten. Dort hätten wir gerne Kartoffeln. Und dort hätten wir gerne... So. Dann gehen wir, bevor wir irgendwas anderes machen, einmal hier an den anderen Kollegen ran. Der wird ja wahrscheinlich jetzt alles schon aufgestaut haben. Ball ist voll. Dann können wir das schon mal einmal erforschen. Oh, Mycelium. Das Zeug brauche ich noch. Moment, da. Cotton, okay. Okay, ja, wir wissen nicht, was das ist, aber immerhin schon mal Cotton, Liebe. Komm mal, Dogo-Liebe meine ich. Die Module. Hab ich hier irgendwas? Any Snail Food? Okay. Kann Muffins machen? Demnächst? Kuchen? Kuchen. Cool. Der wird hier interessant. 2000 Glas ist nicht das Problem. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Im Bereich Farming. B-Plot, Flowerplot, Marsilia. Wie viel brauchst du hier für das? 200, okay. Wir bauen uns einen Container. Hier hin. Und lassen den Spaß mal komplett da rauskommen. Was kommt nicht da raus? Ich muss den manuell rausholen, weil... Okay. Ich verstehe das Prinzip. Ich habe ja noch nichts zum... Automatisch. Nein. Ich habe ja noch nichts für automatisch. Dafür brauchen wir das. Wir brauchen die Module hier. Denn die Module spielen verrückt. Okay.
Ja. Wunderbar. Was ich jetzt noch habe in meiner Liste hier ist der hier. Booking. Ich pack dir mal dahin. Okay, damit kann ich dieses Food machen. Verstehe. Dafür ist der. Der braucht das Zeug und das. Das kann ich auch so reinschmeißen. Und dann kriege ich das da raus. Okay. Also damit muss ich noch nichts machen. Elektroschnecke. Aber ich brauchte... Okay, ich brauche hier 250 und 200 von denen. Die 200 von denen sind gar nicht so ein Problem. Interessant sind die hier. Okay. 10 pro Minute, das dauert also. Ja. Dann wäre jetzt mein Vorschlag. Ich warte ein wenig, bis das Zeug hier fertig ist. Damit ich da unten ein bisschen was rauskriege. Ich hatte gedacht, hier kommt ein bisschen, man sieht hier ein bisschen, aber okay. Gerade Weizen ist ja doch schon erkennbar. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Also was ich jetzt mache, ich warte hier drauf, dass das Zeug rauskommt. Ja? Dass ich genug habe zum Weiterforschen. Und brauchen wir das beim nächsten Mal nicht ab. So, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Äffchen.